habe ehrlich noch mit sowas gespielt, das zwei Balken hatte und einen Punkt. Ein Gaming-Notebook von HP. Die sind schon ziemlich alt. Die werden sich freuen. Dass ab und zu das Blut geflackert hat, das war sehr irritierend. Meine Hand verkrampft langsam, also es geht schon ziemlich rein. Welcome to Noobs vs. Pros. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Richard Haderer und ich bin einer von fünf Noobs. Ich habe vier andere Team-Member zusammengesucht, die alle nicht Computer spielen. Nicht League of Legends. Das ist nämlich das Spiel, das das E-Sports-Team von Willhaben spielt, die Tickling Tentacles. Und die habe ich herausgefordert mit meinem Noob-Team. Ist der gut oder schlecht? Hilft der zu mir? Wo sind die ganzen Leute hier, die jetzt auf einmal auf meiner Seite stehen? Hast du irgendwelche Computerspiele jemals gespielt? Ich habe ehrlich noch mit sowas gespielt, das zwei Balken hatte und einen Punkt, den man... Pong. Und dann Pac-Man, aber das war schon... Cool. Pac-Man und League of Legends ist ähnlich. Es gibt Monster und es gibt, man muss rumwuseln auf einer Map. Wird wegfressen? Weiß ich gar nicht. Also ich kenne League of Legends auch nicht. League of Legends. Ja, ich habe nicht mehr gewusst, dass das als Spiel existiert, muss ich gestehen. Mein Team, die Anfänger, also die Noobs quasi, brauchen natürlich perfekte Hardware. Ich bin auf Willhaben fündig geworden. Hier zum Beispiel ein Gaming-Notebook von HP, ein Omen. Ja. Das werde ich jetzt schnappen. Ich habe noch ein paar andere Teile wie Mäuse, Logitech, Keyboards, Headsets, also Monitore. Und die Sachen hole ich jetzt ab. Und damit, glaube ich, sind wir perfekt vorbereitet, um gegen die Pros anzutreten. Natürlich brauche ich auch noch die Rechner für das andere Team und die hole ich aus dem Keller, weil die sind schon ziemlich alt. Die werden sich freuen. Da steht schon der erste. Da haben wir noch die ganzen Kabel und alte Mäuse und keine Ahnung was. Und und genau da baue ich jetzt die ganzen alten Rechner zusammen. Oh Gott. So, die ersten zwei sind schon einmal fertig. Was soll ich sagen? i3-Prozessoren, Onboard-Grafikkarten, 10 Mbit WLAN und ja, es könnte lustig werden für die Pros. Ihr habt Top-Hardware, habe ich gehört, oder? Bist du top motiviert? Du spielst ich auf einem top Trackpad. Motiviert. Ich spiele auf einem Netbook mit einem Trackpad. Du spielst auf einem alten i3-Rechner. Ja. Das ist auch cool. Vertikale Maus. Ja, vertikale Maus, richtig. Super. Du hast auch einen alten Rechner und du hast auch eine vertikale Funkmaus. Ja, die geht bestimmt aus. Oder? Bei den Pros. Heideltraut versucht sich noch zurückzuziehen. Aber nein, da ist der erste Kill! Jetzt zeigen die Tickling Tentacles, was sie wirklich können. Das sieht aus wie der finale Schlag gegen unsere Noobs. Die sind quasi chancenlos. Und da sind sie auch schon besiegt, die Anfänger. Die Tickling Tentacles gehen als Sieger hervor. Vor allem ungewohnt auf der Hardware zu spielen und auch mit dem PC. Vor allem für mich war es, dass auf uns das Blut geflackert hat. Das war auch sehr irritierend. Ich finde, wir waren großartig. Heute, also beim Sitzen und so.
ab dann, wo das Spiel angefangen hat, nicht mehr so nah, aber wir haben es halt gut geschlagen, oder?